Hallo, Desiree, uns gerade mit Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Wie man sieht, befind ich mich hier wieder bei der Seehöhle. Da mir, kurz nachdem ich die letzte Folge beendet hatte, was eingefallen ist bezüglich dieses Rätselraumes. Und sollte das stimmen, danke an die Leute, die Tipps geschrieben haben. Aber eventuell war das unnötig. Ja, und zwar habe ich überlegt, dass wir ja ganz am Anfang von diesem älteren Herrn einen Hinweis bekommen haben, dass wir im Notfall einfach alle Gegner im Raum töten sollen. Das wäre immer eine Lösung. Und dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Denn eventuell ist das ja die Rätsellösung. Und vermutlich ja. Denke ich jetzt mal. Das ist das Einzige, was in diesem Raum noch übrig bleibt. Also, es geht um eine Reihenfolge. Also haben wir jetzt erstmal. So. Der kriegt die mit einem Schlag tot und sie kriegt die tot. Ja, dass die Musik ein bisschen leise ist, es tut mir leid. Offensichtlich geben da die Boxen meines Laptops nicht mehr viel her. So, und jetzt müssen wir noch den Adler plätten. Ah, wunderbar. So, ich denke, der kriegt die alleine tot und sie macht die platt. Ach, und Fumi haben wir auch noch dabei. Avo, habe ich ganz vergessen. So viel dazu, sie kriegt die alleine platt. Von wegen. Na gut, haben wir schon nur noch einen. Aber drei von der Sorte wären vorher schon ein bisschen viel gewesen. So. Und nun. Ah, alles klar. Ja gut, dann war das das Rest der Lösung. Also, wir haben zuerst den hier. Dann den hier. Und dann den hier besiegt. Zack. Und damit ist die Tür offen. Mal sehen, was bekommen wir denn dafür. Was haben wir denn hier? Erstmal nochmal einen Kampf gegen Käfer. Na, kriegt er alleine tot. Dafür kann der Zauber dann auf mehrere Gegner gehen. Je weniger Gegner ich auswählen muss, desto besser. Dann macht der Zauber wenigstens mehr Schaden. So, schau mal ein paar weg. Na komm, den Rest kriegen wir so platt. Genau. So, ich hätte jetzt gern meine Belohnung dafür, dass ich dieses Rätsel herausgefunden habe. Was ist es denn? Krabbelte. Ja, toll. Ja, hätte ich vorher gut brauchen können. Wobei, der Boss war ja ein. Der Boss war ja ein. Na. Ah, der hat auch. Sehr gut, her damit. Der Endgegner war ja kein Insekt, von dem her ist das schon in Ordnung. Okay, die Peitsche ist besser als ein Kampfmesser. Alles klar. Gut, dann können wir hier auch wieder rausgehen und uns in Lunaria dann mal weiter umsehen. Ist aber schon mal. Mist. Ist aber schon mal grundsätzlich gut, dass wir jetzt noch eine stärkere Waffe haben. Was ich aber, glaube ich, auch jetzt erst nochmal machen werde. Moment. Na, greif uns an. Ja, dann halt nicht. Was ich jetzt auch noch gleich machen werde, ich werde nochmal kurz nach Tarika gehen. Denn in Tarika gibt es noch die schlechtere Rüstung. Und da unser. Wow! Das ist ordentlich Schaden. Und da unser Avo ja noch. Das schlechtere Zeug gerne haben möchte, zu essen haben möchte, würde ich sagen, gehen wir da kurz mal in Tarika einkaufen und kaufen ihm ein paar Sachen, die ihm schmecken. Zumindest ein paar Sachen, damit wir das Ganze ein bisschen weiter treiben können. Leinenhelm. Den gibt's hier, glaube ich, gar nicht, oder? Vor allem weiß ich nicht mehr, nach was für. Nee, das will er nicht. Moment, wechselt sich das auch, wenn wir einkaufen? Nein. Aber die schlechteren Rüstungen. Ja, ich möchte ihm jetzt ein paar Sachen zu fressen geben, damit er ein bisschen was kriegt.
Sobald er sich einmal verwandelt hat, will er ja dann schon. Will er ja dann schon die höher. Die stärkeren Sachen, was ja nachvollziehbar ist. Ach Mensch, Arvor, greif doch an. Ja, dann will er ja eh die stärkeren Sachen, aber wenn ich hier schon die Möglichkeit habe, ihm Sachen kaufen zu können, die er auch gerne, ist ihm also dann 3 Punkte jedes Mal geben. Muss ich nur in der Nähe der Stadt bleiben, damit. Ach, Feuerball. Es ändert sich wenigstens nach jedem Kampf und solange die Kämpfe relativ schnell vonstatten gehen, ist es ja in Ordnung. Den können wir so weghauen. Bisschen Erfahrung bringt es nebenher auch noch. Komm. Lederharnisch oder sowas. Haarband. Ja gut, das können wir kaufen. Ist auch nicht so teuer. Es lohnt sich schon, da so ein bisschen Zeit zu investieren, um dem Kapselmonster. Ach so, das war das, was sie vorher hatte. Das ist natürlich wunderbar. Mist. Ja, okay, dann halt nur ein, zwei Sachen, dann mache ich schon weiter, damit hier wieder was passiert. Was mache ich da? Greift doch die Insekten an, meine Güte. So, sie brennt den Rest hier weg. Ja, ziemlich. Ja, das Viech weg. Der Kampf ist beendet. War wieder was, was ich nicht kriegen kann. Jetzt nimm doch mal wieder einen Lederharnisch. Wie viel Schaden macht es denn eigentlich, wenn es auf einen geht? Ja, ordentlich. Sehr gut. Aber ich will immer Fumi sagen, aber Fumi ist ja nur seine Rasse. Probe. Okay, jetzt will er doch plötzlich das höhere Zeug. Na gut, dann gehen wir halt weiter. Aber Moment, Moment. Konnte ich dem nicht. Wenn ich dem sowas gebe? Ne, mag er auch nicht. Ach, was wollte. Was gab's denn, was der unbedingt wollte? Na gut, dann bleibt Fumi halt erstmal noch auf der ersten Stufe. Schade. Kann er in Lunaria nochmal nachsehen. Bis dahin haben wir sicherlich noch einen Kampf. Also ein Kampf mindestens. Ja, sag ich doch. So, ich hoffe jetzt mal, dass Arvor uns helfen wird. Das war blöde. Aber gut, der haut die Viecher schon kaputt. Der nächste Levelanstieg lässt auch nicht mehr ewig auf sich warten. Gut. So, mal kurz schauen. Vielleicht können wir ja doch irgendwas kaufen. Eine Peitsche. Dann schauen wir mal, ob wir hier eine bessere Waffe für Tia kaufen können. Dann kriegt Arvor die. Eisbombe. Schöne Beschreibung. Also die Keule definitiv nichts. Dann kaufen wir das halt jetzt für sie. Speziell jetzt halt gerade, weil ich die Peitsche gerne verfüttern möchte. Hä? Ah, ich bin mal wieder blind. So. Lederschild. Jetzt haben wir bloß kaum noch Geld. Ich schätze mal nicht, dass wir uns das gleich kaufen können werden. Nein, leider nichts. Gut, dann kriegt halt aber jetzt erstmal nichts. So. Ja, gehen wir halt zum Schloss, ne? So.
Schloss Lunaria mit der tollen Schlossmusik, also die gefällt mir wahnsinnig gut, muss ich sagen. Stimmt, in der Stadt gab es noch irgendeinen Raum im Hotel, der so eine besondere Musik hatte, aber da schaue ich später hin. Ach, mal wieder ein paar Leute anquatschen. Die Krone des Prinzen ist ein wahres Kleinod. Na dann. Mein Bruder empfängt heute die Krone, hoffentlich ohne ohne Zwischenfälle. Du hast Vorahnungen, meine Dame. Hinter dieser Tür befindet sich der Thronsaal. Wirf ruhig einen Blick hinein. Okay, gehen wir wieder. Interessant, viele Zugänge. Euer Majestät! Die Krone! Was ist das? Ich habe gerade erfahren, dass dies eine Imitation ist. Das darf nicht wahr sein. Wie sie glitzert, sie muss einfach echt sein. Sie wurde von den besten Wächtern bewacht. Niemand kann Kronen vertauschen. Was ist denn hier los? Ein Experte wird die Krone umgehend untersuchen. Gut, gut, beeilt euch. Jawohl, Majestät. Sofort stehen bleiben. Ich kenne euch nicht. Was habt ihr hier zu suchen? Hat es euch die Sprache verschlagen? Euch fällt ja nicht mal ein lustiger Witz ein. Habe ich das gerade richtig vorgelesen? Was zum? Hollerö, ich bin Berti, der König der Diebe. Und ich bin Boris, ein Lehrling. Seid gegrüßt. Was? Wer seid ihr? Nicht bewegen. Na, Freunde, seht ihr diese nette kleine Bombe? Aber was warten wir, Boris? Auf ins Getümmel! Logo, Berti! Oh, Mann! Zeig's ihnen! Aber... Aufgepasst! Aufgepasst, Leute! Jetzt kommt der Superwatz! Das heißt, der große Fehlschlag. Jetzt geht's los! 3, 2, 1, Watz! Was passiert hier, Boris? Ups, es sollte... Ich habe keine Ahnung, Berti. Was machst du da, Boris? Ja, toller König der Diebe. Will ich den Rest nicht sehen. Wie der Rest einfach nur rumsteht und gar nichts macht. Ich habe heute meinen großzügigen Tag. Ich lasse euch ausnahmsweise laufen. Oje, mir ist noch ganz schwindelig und ich höre schlecht. Lass uns lieber verschwinden. Die Garde des Königs ist ein Haufen von Idioten. Das ist ja unglaublich. Tut doch etwas. Niemand darf davon erfahren. Sehr wohl, Majestät. Okay. Die Krone ist gestohlen? Oh Gott, mir schwinden die Sinne. Toller König bist du. Ganz toller König bist du. Meine Güte. Das Ding liegt vor dir und du lässt es dir klauen. Und keine Sau tut irgendwas. Ja, der will immer noch ein Lederschild, das ändert sich auch nur mit dem Kampf, glaube ich. So, hier haben wir wieder einen Übergang, aber ich schätze mal, dass wir in die Höhle da drüben rein müssen. Ach komm, die packen wir so. Oh, sie macht gut Schaden. Juhu, sie schaffen es zu zweit, einen Büffel zu erledigen. Na dann, so. Nordwesthöhle Lunaria. Okay. Schweres Rätsel. Ein Krafttrank. Okay. Schön, wie das Ding plötzlich fest ist, ne? So, mal überprüfen, wie die Gegner hier so sind. Lauf doch nicht weg, Fledermaus. Die Terrormaus.
Na gut, mal sehen, wie gut wir die besiegen können. Wir machen eigentlich ganz ordentlich Schaden, das muss aber nichts heißen. Na, die machen aber... Au! Zumindest Antia macht das viel gut Schaden. Da hätte ich eigentlich gute Lust, ein bisschen trainieren zu gehen. Aber einfach, um die nötige Ausrüstung zu bekommen. Ja, das war ja schwierig. Mal sehen. Wie verhält sich denn mit denen gegen Schmerzwurm? Mal sehen, wie vertragen die denn das Element Feuer so? Wenn die es zu gut vertragen. Naja, okay, die eine Echse findet es nicht so toll. Aber Angriff, Mensch. Oh, die machen ganz gut Schaden. Allen Level. Sehr gut, sehr gut. Mal eben heilen. So, ihr findet Feuer doch sicher ganz, ganz schlimm. Ja, ich weiß selber, dass ich... Ach, und das war eine blöde Idee von mir. Was mache ich denn? Damit... ja, hab schon eingesehen. Maxim sollte die Schwächste... die Stärkste angreifen. Er macht ja den meisten Schaden an den Insekten. So, die beiden sind jetzt hoffentlich weg. Eine... Autsch. Ist die schneller? Au. Danke, aber... Oh, wei. Ja, ein bisschen Erfahrung ernten wäre keine schlechte Idee. Machen wir mal so. Die blaue macht uns ja nicht viel. Aber die rosanen, die müssen weg. Die müssen unbedingt weg. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Ja, was? Ich denke, ich sollte noch etwas Erfahrung. Ups. Okay, jetzt haben wir einen ganz. Stirn war ein Kopfbohrer. Wenn ich mir das vorstelle, dass die mit dem Kopf voran dann so in die Gegner reinfliegt. Ach so, das ist gar kein Angriff. Ich penne doch schon. Au. Nein. Wach wieder auf, Maxim. Ich lass mich nicht von einem Schwarm Schmetterlingen besiegen. Ja, Moment. Moment. Bringt denn der nochmal KP und teilweise? Mhm. Haben wir irgendwas, was nur für Mana ist? Heilsirup. Schmeißen wir ihr mal einen Lebensnektar hin, damit sie gleich mal zaubern kann. Ich krieg die Krise. Das ist aber gleich weg. So, jetzt kann sie wenigstens wieder Funke zaubern und den Gegnern so ein bisschen mehr... Ja, Fumi, das war leider gerade die falsche. So, jetzt habe ich keine Ahnung, welche von denen am... Na, die Mega-Motten. Ja klar ist die schneller wegen dem Jaguar-Ring. Komm schon. Alle verbrannt, sehr gut. Jetzt töte doch nicht meinen... Dafür kriegst du... Warte nicht einen drauf. Oh, weia, ja. So wie das bisher läuft, bin ich definitiv noch zu schwach. Dann schaue ich nochmal in den Nebenraum.
Aber ist von selbst wieder regeneriert, wenn ich mich nicht, irre. Ja, der ist jedes Mal wieder komplett geheilt da. Das ist auch gut so. Bomber. Ja, yes. Ach, Mist, ich hab's vergessen. Nehmen wir gleich einen Lebensnektar, bringt ja nicht viel, ne? Ne, kaum was. Ah, boah. Sollst mich im Kampf unterstützen und nicht die ganze Zeit abwehren. Gleich noch einen Bomber. Ich brauche dringend irgendwas, was was die Mana-Punkte auffüllt. So kann das nicht weitergehen. So, noch einen kurzen Blick in den anderen Raum werfen und dann... ja, okay, Rätsel. Sieht dann aus, als ob ich da einen Gegenstand kriegen würde. Jetzt muss ich allerdings erstmal ein bisschen trainieren. Geh mal kurz in die Stadt, mich heilen. Dann schaue ich mal nach, wie die Folge bisher so aussieht von der Länge her. Sollte... Das war wieder blöde, ich weiß. Sollte die Folge schon lang genug sein, nehme ich halt noch kurz eine Verabschiedung auf und trainiere dann bis zur nächsten Folge ein wenig. Ernte Erfahrung, meine ich. Nee, Erfahrung sammeln ist in dem Fall schon in Ordnung. Da klingt Erfahrung ernten dann doch zu blöde. Selbst in meinen Ohren. Na gut, na gut, na gut. Grüß dich, auch hier, um die Krone zu sehen. Eine Übernachtung kostet nur 20 Goldmützen. Bleibst du? Na klar. Wobei, wenn ich so auf die Uhr schaue, nee, die Folge. Ich beende gleich die Folge und trainiere ein bisschen. Mal sehen, was ist denn hier eigentlich? Naja, es gibt sicher größere Casinos als dieses. Ein einarmiger Bedit. Ihr solltet mal das große Casino besuchen. Leider habe ich vergessen, wo es ist. Na, das ist eine Klasse. Leider hast du keine Chips mehr. Dort im linken Schalter kannst du neue Chips kaufen. Ach so, der Kerl... Ach so, ja, okay. Das probiere ich doch mal kurz aus. Ein Versuch schadet nicht. Ja, damit. So. Drücke das Steuerkreuz nach oben, um Chips einzuwerfen. Viel Glück. Ach, das. Okay. Okay. Momentan gewinne ich hier keinen Blumentopf. Alles klar, verbockt. Na gut, na gut, na gut. Dann gehe ich jetzt ein bisschen Erfahrung sammeln. Und beim nächsten Mal werden wir uns dann wahrscheinlich in die Höhle begeben. Vielleicht schaffe ich es auch, dass Avor noch ein paar Punkte auf der Metamorphose-Leiste dazu bekommt. Werden wir sehen. Auf jeden Fall war es das wieder von Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Ich bin Xy. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.